Ich begrüße euch zur Jahresausgabe 47 von Michas Zockrunde. Heute mit dem Thema Tomb Raider 3 Lara's House. Und zwar Teil 2 von 2. Wir haben noch ein paar Aufgaben im Croft Manor offen. Zuvor blicken wir allerdings auf zwei Situationen. Wir haben nämlich im ersten Teil zwei Schalter bestätigt. Diese waren in der Schwimmhalle. Und im oberen Stockwerk nahe der Bibliothek und dem Wohnzimmer. Einsteigen tun wir heute in der Bibliothek. Das ist der parallel gegenüberliegende Raum vom Schlafzimmer so gesehen, einmal gespiegelt. Und wir haben hier in der Bibliothek einen versteckten Schalter. Es ist eigentlich mehr ein Buch, was wir umdrehen. Und dieses Buch deaktiviert diese kleine Feuerstelle. Und da können wir hier an der linken Seite hochklettern und werden, nun ja, in eine Art Lagerraum kommen. In dem Lagerraum ist jetzt allerdings nicht so viel gleich. Zwei Kisten, die wir schieben müssen. Diese Kiste hier müssen wir einmal nach hinten schieben. Und dadurch haben wir Platz, die zweite Kiste aus diesem kleinen Raum hier zu schieben. Wir müssen dies zweimal tun. Wir haben ja jetzt die erste Kiste nach hinten geschoben gehabt. Deshalb konnten wir uns jetzt hier drauf bewegen. Und anschließend müssen wir die obere Kiste noch einmal zur Seite. Rechts sehen wir schon eine Art Hebel. Ist auch ein Hebel. Diesen werden wir im Anschluss betätigen. Ganz kurz aber mal zu dem Raum hier. Das ist eine Art Dachboden. Wir haben linker Hand einen kleinen Abgang und wir werden in wenigen Sekunden auch sehen, wieso es wichtig war, dass wir den Schalter im oberen Bereich geöffnet haben. Wir haben jetzt den Hebel betätigt und da hat sich was unten im Erdgeschoss getan. Wir gehen jetzt aus dem Abgang hier raus vom Dachboden durch die geöffnete Tür, die wir durch den Schalter geöffnet haben und versuchen, nicht elegant hier drüber zu springen. Aber irgendwie hat das dann doch geklappt. Eine schnelle Rückwärtsrolle und dann quetschen wir uns hier noch gerade ebenso rein. Denn das Croft Manor hat einen Kellereingang. Öffnen wir noch die Tür, damit wir nachher auch wieder rauskommen. Unten im Keller erwartet uns überraschenderweise ein riesen Aquarium. Eine Kiste und ein Loch oben in der Wand. Das ist sehr schön. Die schieben wir uns nachher zurecht. Und hier sehen wir einen Schlüssel. Dieser Schlüssel ist das Rätsel für die Quadstrecke, die ich im ersten Teil angeteasert habe. Denn wir werden nämlich mit einem Quad gleich noch fahren, heute im Verlauf dieser Zockrunde. Doch zunächst gehen wir schwimmen und organisieren uns den Schlüssel für die Quadstrecke. Wie wir schwimmen, haben wir ja im ersten Teil gelernt.
Da lag ja der Fokus auf die Steuerung, wirklich sehr schön erklärt. Insgesamt ist die Einführung von Tomb Raider 3 ja optional. Es ist ein separates Level im Menü. Und ich finde, im Gegensatz zu Tomb Raider 4, das haben wir ja auch schon mal gespielt in meiner Zockrunde, die Einführung, verpasst man tatsächlich auch was. Tomb Raider 3, hier das Craftmaner, ist wirklich sehr attraktiv gestaltet. Und wir werden die Quadstrecke gleich noch dann sehen. Und wir haben draußen noch einen Übungsparcours, wo wir auch auf Zeit spielen werden. Das ist wirklich sehr, sehr schön umgesetzt. Bevor wir allerdings das Ganze machen, wir hatten ja noch eine Tür geöffnet. Und zwar durch den Schalter in der Schwimmhalle. Da, wo unser Butler Winston ist, haben wir in dem kleinen Raum hier, das ist nur eine kleine Nische, einen weiteren Hebel. Mit einem schnellen Sprint in den Butler rein, klappt das natürlich so nicht gleich, kommen wir oder wären wir in eine Schatzkammer gekommen. Ich würde meinen, unser Butler Winston stand im Weg. Ein zweiter Versuch, diesen gönnen wir uns noch in meiner Zockrunde. Ja, ein bisschen ausgewichen. Oh, das wird wieder ganz knapp. Ich nochmal sprinten und die Rolle. Ja, und so knappes Durchzwängen, das kennen wir ja von vorhin gerade. Ja, und da haben wir die ganzen Artefakte und Schätze aus, ich weiß es gar nicht mal, ob es aus Tomb Raider 3 ist oder aus den vergangenen Spielen. Da bin ich gar nicht gerade auf den aktuellen Stand. Ich habe die Klassiker an sich nicht komplett immer gespielt. Sie sind natürlich wirklich tricky und ziemlich knifflig. Ganz klar. Nicht zuletzt durch die Steuerung. Raus aus dem Geheimnisraum kommen wir ein bisschen speziell. Einmal nach hinten jetzt, einmal nach rechts, dann wieder nach links, nach vorne und auf den Schalter. Wir verlassen das Croft Manor, machen es noch ordentlich zu und orientieren uns jetzt linker Hand. Wir werden hier nach einem kleinen Irrgarten, den wir natürlich überspringen können, im Gegensatz zu Tomb Raider Anniversary, wo wir ein richtiges Labyrinth hatten, haben wir hier den Schließmechanismus für den Schlüssel und können die Quadstrecke freigeben. Gemach, Gemach allerdings. Ich würde vorschlagen, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Wir gehen jetzt zum Trainingsparcours. Mal sehen, wie schnell du dich durch den Parcours bewegst. Bist du soweit? Aber na klar sind wir soweit. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass wir das schaffen bei dieser Steuerung. Die Zeit beginnt mit dem ersten Sprung. Und los. Ja, er ist nicht sehr lang, aber er ist sehr schwer. Ich würde mein persönliches Ziel, unter 3 Minuten zu kommen, mal schauen, ob wir das schaffen. Bislang sind wir ja sehr gut hier durchgekommen mit der haklichen Steuerung. Es hätte jetzt hier natürlich Minuszeit gegeben, wenn wir jetzt hier den Boden berührt hätten. Jetzt hier das Wasser, das hat nichts gemacht. Das kann man auch, glaube ich, gar nicht anders schaffen. Gab ja auch keine Minuszeit. Wir müssen jetzt gleich hier auf dem Turm ein paar geübte Sprünge ausführen. Ihr seht das schon jetzt sehr gut. In der zweiten Hälfte jetzt bei dem Parcours können wir sagen, ein bisschen klettern, schwimmen und nochmal klettern. Das ist jetzt die Rezeptur
von dem zweiten Part so gesehen, hier bei dem Parcours. Der Traum jedes Kletterfreundes. Einmal abhängen, bitte. Mama mia, das geht wirklich jetzt rasant hier zu. So, und jetzt müssen wir kriechen. Und hier in diesem Kriechtunnel finden wir das Herzstück der Tomb Raider-Spiele. Auch irgendwo die zwei Waffen. Jetzt wird es etwas laut werden gleich. Ich werde die Lautstärke anpassen. Ja, ich stelle mich in Sachen Waffengeräusche und Shootern allgemein definitiv auf eine Seite, wo ich sage, ich mag das nicht so. Ja, einige haben wirklich ihren Charme, gar keine Frage. Gerade die alten Tomb Raider-Spiele, ich muss sagen, es ist heutzutage so eine Mischung. Aber jetzt erstmal ganz kurz, Zielsprint nochmal. Unter 3 Minuten sind wir schon längst drüber. 30 Strafsekunden bekommen wir auch hier nochmal drauf. Ja, also gerade die alten Tomb Raider-Spiele, um da wieder anzuknüpfen, es ist ja heutzutage mehr so eine belächelte Mischung. Die alten Klassiker, mehr Jump'n'Run. Winston, du siehst echt irgendwie lustig aus. Mehr Jump'n'Run finde ich mit, ja, damaligen Shooter-Einlagen halt, wie sie dazugehören mussten. Action sucht man vergebens irgendwie bei den Klassikern. Da ist heute viel, 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 viel mehr los. Jetzt holen wir unsere kleine Belohnung noch ab oder spielen unsere kleine Belohnung. Die Quatschstrecke. Juhu! Hey, das sieht gut aus. Um aufzusteigen, gehst du zum Fahrzeug und drückst die Handlungstaste. Jawohl, Vollgas geben wir. Ich würde meinen, wir spielen hier zum Abschluss in meiner heutigen Zockrunde 3 heiße Runden auf dieser Quatschstrecke. Sie ist nicht sehr lang, hat allerdings jetzt hier eine kleine umfangreiche Untergrundpassage. Ein Sprung, einen gewagten Sprung und nun müssen wir hier rauf. Ja, mal Zeit liegen lassen schon. Eine sehr enge Kurve, gefolgt von einem weiteren Sprung. Und nochmal eine Engstelle rechts, jetzt voller Einschlag. Und Start und Ziel. 44 Sekunden haben wir in der ersten Runde gebraucht. Junge, da geht noch mehr. Das habe ich so im Gespür. Unter 40, keine Ahnung. Jetzt hatten wir ja einen heißen Start gehabt, gerade eben aus dem Stand. Das macht erfahrungsgemäß ja wirklich 1-2 Sekunden aus. Und gepatzt hatten wir ja hier im Tunnel auch mal. Sind nicht gleich perfekt hochgekommen. Ja. Ah, auch hier haben wir Zeit liegen lassen. Nee. Also, das wird zwar durch den stehenden Start jetzt eben gerade in Bewegung eine schnellere Zeit, aber... Nee, unter 40, ja. Und jetzt auch hier nochmal... haben wir sogar Schwung verloren. 42,33 Sekunden. Letzte Runde jetzt hier für uns. Eher in Michas Zockrunde. Ja, ein bisschen Risiko fahren. Oh, nicht viel Zeit liegen lassen. Ah, dann doch hier an der Stelle. Schade. Jetzt geht's in den Untergrund rein. Was hat das gerade gekostet? Ich glaube, unter 40 Sekunden. Davon können wir uns schon verabschieden. Hier die Stelle. Ja, doch. Okay, sehr gut. 10 Sekunden noch knapp. Nee, nein. Dafür hatten wir jetzt hier, oder?
Nee. Wird das überhaupt eine Bestzeit? Ja, 1 und 41. Glatt, beinahe. Wunderbar. So, stellen wir unser Quad ab. Mal gucken, ob ich das kann. Nein, wir fahren das rückwärts. Vorwärts. Abstellen. Ah. Da muss man schon irgendwie Meister vom Fach sein. Tja, Tomb Raider 3, das Croft Manor. Sehr schön war's. Mir hat's gefallen. Und ich würde meinen, wir gehen jetzt zwar nicht ins Abenteuer, aber wir nehmen diese Sequenz mit. Jetzt wird es Zeit für unser drittes Abenteuer. Und das war Michas Zockrunde für heute. Eine wirklich schöne Nostalgierunde wieder mal geht zu Ende. Tomb Raider 3, das Croft Manor. Kommende Woche, würde ich meinen, holen wir uns langsam Weihnachtsstimmung hier rein in meine Zockrunde. Mal schauen, was ich so vorbereite. Bis dahin!